Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde mit Evil Dynasty. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Es gibt auch heute einiges zu tun. Zuvor brauche ich aber eure Hilfe, meine Lieben. Ich glaube nämlich, niemals war niemals unser Sohn. Und zwar ist mir das aufgefallen, als die Kleine geboren ist, unser zweites Dorfkind, die Baldwina. Wir gehen mal kurz zusammen ins Management. Bitte prüft das mal mit mir eben. Management, Baldwina. Grünes Symbol, genau wie Pomir, Adalbert, Dobrovoj, Nagot. Bei Baldwina ging ich von einem Mädchen aus. Es ist aber offensichtlich männlich. Ne? Und jetzt passe auf, jetzt kommt der Knüller. Ich habe das 2 Jahre lang nicht gemerkt. Nimoy, blaues Symbol wie Radegunda, Mildreda, Jadwiga. Wir haben eine Tochter. Wir haben eine Tochter, eine 2-Jährige. Bitte mich berichtigen, falls ich irgendwas falsch sehe. Ich weiß nicht, wie ich drauf gekommen bin, dass wir einen Sohn haben. Ich bin schon froh, dass ich es jetzt bemerkt habe und nicht erst, wenn es 16 wird. Stell dir mal vor, ich werde dann morgens aufgewacht und mein Sohn hat ein Kleid an. Da wäre ich erst mal erschrocken. Jetzt wissen wir es, oder? Meine Lieben, wir haben eine Tochter. 2 Jahre lang habe ich dich behandelt wie ein Bub. Bitte nimm es mir nicht übel. Die ersten 3 Jahre sind ja sehr prägend. Wir machen jetzt 1 Jahr alles gut. Wobei ja schon 3 wird nächsten Monat, ne? So gesehen. Leute, haben wir eine Tochter? Er war niemals unser Sohn. Deswegen hockt er unter der Taverne und säuft. Oder die. Und Digga, da muss ich mich jetzt aber dran gewöhnen, dass du ein Mädle bist, ne? Ich guck nochmal rein. Ich hätte schwören können, wir haben einen Bub. Hani, blaues Symbol. Deswegen ist auch Inga die ganze Zeit weg, weil sie denkt, der Alte kapiert es nicht. Ich werde mich mal kurz mit Inga noch... Leute, Hammer, oder? Mir ist es nicht aufgefallen. Jetzt wissen wir's. So, was geben wir denn heute an? Ich würde sagen, wir gehen uns heute Schafe kaufen. Da bin ich mir dann sicher. Ein Schaf ist ein Schaf. Hier ist auch irgendwie noch niemand am Arbeiten. Was ist denn da los? Was ist denn da los? Im Hühnerstall ist aber schon niemand zu Hause. Schiff, da bleiben meine Leute daheim. Die gehen da nicht arbeiten, ne? Ich muss gucken, ob da alles stimmt. Ich bin so verwirrt jetzt. Nee, Inga. Aber wo ist Inga? Die ist noch daheim. Es ist Mittag. Vielleicht macht sie Mittag. Vielleicht macht sie nur Mittag, meine Lieben. Oder sie beweint, dass wir keinen Sohn mehr haben. Oder sie hängt im Speicher fest. Wäre natürlich auch noch eine Option. Inga, tu es nicht. Ich akzeptiere auch das Mädchen, Inga. Inga, kannst du nicht herkommen? Oh Gott, jetzt, pass auf. Nein! Oh Gott, sind das 10 hier? Oh, Leute, Leute. Kannst du dich ein bisschen... Ja, ich nehm an das Mädchen. Natürlich darfst du auch die Nachfolgerin werden. Inga! Oh mein Gott. Inga, Inga, spring. Oh, Leute. Yay, Scheune 3 freigeschalten. Sonst haben wir ja keine Probleme. Also gut, das wird sich wieder einpendeln. Das wird sich wieder einpendeln. Das ist ja wie die Lindenstraße. Leckt mich am Arsch. Wir haben gesagt, wir wollen hier umbauen, ne? Das kommt so, wie es jetzt hier ist, weg. Dann kommt, die Hütte machen wir jetzt fertig. Und dann werde ich definitiv die Leute von hier da drüben einziehen lassen. Und dann kann man hier den Umbau starten. Aber bevor wir den starten, gehen wir auf jeden Fall... Leute, ich bin so durch jetzt. Alterle. Inga steht auf dem Dach. Unsere Tochter säuft, weil sie nicht als Mädchen akzeptiert wird. Es ist keine Simulation. Es ist ein Spiel voller Dramatik. Junge, Junge. Ha ja, so machen wir das. Jetzt komm, ich muss kurz ins Bauen reinkommen, dass ich mich wieder fange. Ich habe heute Nacht ein bisschen Essen durchlaufen gelassen. Junge, Junge. So, hier habe ich schon ein bisschen was vorbereitet, wie zum Beispiel die Rundhölzer, die Runzelhölzer, würde ich es jetzt nennen. Alterle, haben wir eine Tochter? Wieso ist das nie aufgefallen? Das ist fast so überraschend, wie das Radegunde nicht Radegunde heißt. Ich sag's dir. Alter. Ja, aber sind wir mal ehrlich, Baldwina? Baldwina ist doch kein Jungenname, oder? Ja, ihr dürft natürlich selber Namen raussuchen, aber... Haja, müssen wir halt nochmal ran, wenn Inga wieder so weit ist, falls er nochmal vom Dach runterkommt. Weil ich weiß nicht, ob das so vorgesehen ist im Spiel, dass die Mädchen hier übernehmen können. Das weiß ich nicht. Aber eigentlich ist doch wurscht, wer die Dynastie da, ne? Naja, wird schon. Halt eine Matriarchin irgendwann später. Junge, Junge, ich sag's dir, machst was mit. Mir ist es halt so aufgefallen, ne? Beim Schneiden denke ich, Baldwina. Und dann habe ich Symbol gesehen. Dann dachte ich, da stimmt noch was nicht. Und dann musste ich natürlich mit niemals reden. Und wir haben es am Anfang schon vermutet. Niemals war niemals unser Sohn. Ich sag's dir. So, meine Lieben, pass auf, wir brauchen Bretter. Ich weiß aber jetzt nicht mehr genau. Doch, die müssten hier drin sein eigentlich. Ich habe doch alles vorbereitet. Ha, bin ich mal gespannt. Weil wir sind ja alle mehr oder weniger von einem Bub ausgegangen die ganze Zeit. Haben wir uns nie mehr Gedanken gemacht, oder? Jetzt haben wir das Salat.
Ich bin so überrascht gewesen, denke ich, nee. Nee, oder? Weil ich halt der Annahme unterlegen war, ne? So. Und irgendwie spielt das Spiel auch schon mit, ne, erst dieses Zeichen Alvin, der übers Wasser geht. Dieser göttliche Funke, der uns die Tage erreicht hat. Und auf einen Schlag haben wir eine Tochter. So, und das hier ist jetzt auf jeden Fall die Butze. Und dann müssen wir mal gucken, wer da oben drin wohnt. Die würde ich dann oben ziehen, dass wir oben den Umbau machen können. Hat er jetzt sogar ein paar Prozent dazu bekommen, seitdem ich mit ihm gesprochen habe? Ich muss nochmal gucken. Ah ne, Baldwina und Pomir, das sind die Grünen. Wahrscheinlich bin ich davon ausgegangen, weil blau, ne? Ich habe nur gesehen, Sohn, blau, alles gut. So, pass auf, ich glaube, die da, die ist es. Und da wohnt drin Nagot und Nidomira. Den Nidomira lasse ich jetzt mal hier einziehen. Jetzt müssen wir allerdings gucken, welches Haus. Das müsste ja normalerweise jetzt ein hundertprozentiges sein, oder? Kleines, einfaches Haus. Ne, es müsste das leere sein. Hier, dieses da. So, da zieht jetzt Nidomira ein. So. Nidomira. Ja? Und jetzt sollten wir mal gucken, dass wir deren Gleichaltrigen finden. Wir mischen mal wieder durch. Nidomira. Ich darf jetzt allerdings... Ne, weißt du was? Das können wir nicht bringen. Das können wir nicht bringen. Ich lasse die zusammen, dann kriegen sie halt keine Kinder. Komm her. Gehen wir mal ins Management, in die Hütte. Jetzt haben wir hier oben den Nagot. Und der Nagot muss zu seiner Nidomira, sonst hat das alles keinen Wert. So, Nidomira, du kriegst noch deinen Nagotle dazu. Haben wir eine Tochter. So, Thema ist erledigt. Dann können wir jetzt, wenn wir wollen, ein bisschen aufwerten noch. Ein bisschen was müsste nämlich da sein. Nicht Reparaturen. Aufrüsten, Lehmbewurf. Hammer, oder? Hammer. Der Kleine, wahrscheinlich ist er deswegen ständig in der Taverne und denkt sich, boah, Alter, kapier's doch, ich bin ein Mädle. So, haben wir denn Lehmbewurf? Ton, Stroh, Rundholz? Ich sehe keinen Lehmbewurf. Aber ich glaube, den haben sie da drüben eingespeist, die Tage mal. Ich guck nochmal. Lehmbewurf, ja, da sind nochmal 18 Lehmbewürfchen drin. Die verbauen wir jetzt noch. 8, 16. Können wir vielleicht die Giebel schon mal machen. Ladidam, dadadam. So. Ach, guck mal, hier oben brauchst du jetzt Kalkstein und hier ist Lehmbewurf. Was schön. Kalkstein haben wir nämlich, glaube ich, auch ein bisschen. Da haben wir schon mal eins fertig. Dann hauen wir die noch durch. Und den kriegen wir dann auch noch mit 6. Guck ich mal, ob ich Kalkstein... Müsste man ja aber eigentlich im Abbau gehabt haben. Nicht schon wieder, oder? Erlala. 10 Sticks brauche ich noch. Wenn wir Glück haben, habe ich die hier drin. Nö. Wenn wir Glück haben, habe ich die hier drin. Ah, das sieht so ähnlich aus wie das da oben, obwohl das Flecht war, ne? Sticks. Ja, machen wir aber nur 10 Stück, oder? Ja, machen wir nur 10 Stück, mehr brauchen wir nicht. So, dann schauen wir mal, ob wir Kalkstein haben. Sollten wir aber eigentlich, ne? Dramatisch, dramatisch. Es spielt sich hier ab, meine Lieben. So, ne, einmal auf die 1. Und aufwerten. Wir brauchen praktisch 12 Kalkstein dafür. Für die Ecke. Da-di-dam, da-da-dam. Die müssten wir eigentlich haben. Ich bin mal gespannt, was der Typ drüben macht, der nie unter Beobachtung ist. Kalkstein. Tatsächlich. Wie viel waren es jetzt? 12, gell? Ja, aber cool. Das erste Mal, dass ich mit Kalkstein aufwerte. Jetzt kommt die richtige Musik, die passt dazu. Oh. 6 Lehmbewurf brauchen wir hier noch zum Aufwerten. Naja, da sind noch mehr offen. So, die ersten Kalksteine, die ich verbaue im Spiel. Yo, baby, yo, baby, yo. Oh, das sieht gut aus. So, und sobald hier alles klar ist, hauen wir Lehmbewurf dran, ne? So, Hammer weg. Ja, es hebt sich so ein bisschen ab. Das hier unten, was war das hier? Näherei. Falls wir das hier mal irgendwann umbauen, werde ich das komplett weiß machen, so wie das da drüben. So Leute, lass uns kurz über die Felder gehen, gucken, ob da alles in Ordnung ist. Dann gehen wir rüber, dann verkaufe ich kurz die Sachen beim Unigoss im Dorf. Und wir machen dann einen kleinen Ausflug heute nach Baranica. Und da kaufen wir uns dann Schafe. Ich bin jetzt noch am Überlegen tatsächlich. Oh, das sieht gut aus, guck mal. Gedüngt ist es. Oder? Ja. Hier fehlen jetzt noch die Samen. Hier haben sie den Weizen drin. Hier auch.
Hier auch. Und hier auch. Aber ihr seid da drüben noch nicht ganz fertig. Guck mal, ob das irgendwie funktioniert. Ne? Herbert? Du? Böcke? Nö. Herbert hat auch keinen Bock. Weil Weizen ist, glaube ich, das Einzige, was jetzt hier so reinkommt heute noch, oder? Ja, Weizen und Roggen haben wir noch keinen angepflanzt. Und das hier war mal unser Haferfeld, glaube ich, ne? Okay, dann würde ich sagen, ich mache jetzt hier ganz kurz F9. F9, das heißt, ich lade nochmal kurz durch, F5, F9. Dann treffen wir uns drüben, wenn ich die Kohle habe. Dann machen wir einen gemütlichen Ausflug, kaufen Schafe. Und dann sind wir doch mal gespannt, wie das Thema mit der Wolle hier funktioniert. Weil die brauchen wir, glaube ich, wenn wir dann später irgendwann die Laternen bauen wollen, ne? Die Schmiede ist jetzt auch nicht mehr so weit weg, die Mine. Entschuldigung, Mine. 4-2, ne? Letztes Mal waren wir noch bei 3. Und dann bekommen wir die Lampen. Und für die brauchen wir Wollfäden 4 Stück. Rest haben wir dann. Darauf arbeiten wir hin. Also mache ich einen kurzen Schnitt. Dann sehen wir uns gleich auf dem Weg zum Schafe kaufen. 2 Stück müssen drin sein. Das heißt, wir brauchen, glaube ich, 5000 Gold. Und wir haben aktuell... Ah ja, das kriegen wir hin. Bis gleich. Kohle ist besorgt, meine Lieben. Allerdings gehen wir erst morgen früh los. Es ist nämlich mittlerweile 18.51 Uhr. Pennen wir, dass wir da nicht da oben ankommen und die sind schon alle im Bett. Den Wagen hat letztens jemand in den Kommis angesprochen. Mit der Vermutung, dass wir eventuell so einen Wagen irgendwann im Spiel haben, den wir selber bedienen können. Sieht mir ganz danach aus tatsächlich. Ja, der ist mir doch gar nicht aufgefallen. Gerade beim Rauslaufen. Wir haben jetzt aktuell 5600 Gold. Das heißt, wir können dann das ein oder andere Rezept vielleicht noch freischalten. Und mir ist folgende Überlegung gekommen. Aktuell ist es ja im Management bei uns so. Wir haben 24 Leute, davon sind 2 Kinder, 29 von 30 Gebäuden. Ein Gebäude habe ich noch frei und es ist tatsächlich nur noch ein Gebäude im Spiel, das wir nicht haben und das ist die Mine. Ja, ansonsten haben wir von jeder Sorte 1. Das heißt, sobald die Mine jetzt dann freigeschalten ist, gehen wir die aufbauen, auf jeden Fall. Und dann sind wir aber vom Gebäudelimit durch. Und jetzt habe ich mir folgendes überlegt, dass wir die Außenstelle abbauen. Weil erstens mal, wenn wir die Mine später haben, werden wir wahrscheinlich auch mit Eisenerzeugnissen Geld machen. Ich habe tatsächlich im Abverkauf meistens einen Teil der Ernte, die wir im Kornbereich haben. Die ist nicht schwer, bringt ziemlich viel Geld, weil man viel mitnehmen kann. Dann werden wir das hier abbauen. Dadurch haben wir 2 gewonnene Gebäude wieder frei. Das heißt, wir können nach der Mine 2 weitere Gebäude bauen. Und der nächste Umbau wird natürlich Scheune 3. Die wurde vorhin freigeschalten. Scheune 3 kommt dann rein. Und dann gibt es ja später für uns auch noch wahrscheinlich, muss ich gerade mal ganz kurz durchgucken, dass ich jetzt nichts Falsches erzähle, die Scheune 3, das war das letzte Gebäude. Hier sind wir tatsächlich jetzt dann durch. Lebensmittellager 3 haben wir aufgebaut. Ich glaube, das reicht uns auch, ein Lebensmittellager 3. Müssen wir halt dann gucken, dass wir das entsprechend organisieren. Alles klar. Jetzt wissen wir auch Bescheid, warum du nie bei der Arbeit bist. Du hängst wahrscheinlich hier ständig im Wasser rum. Vielleicht machst du Sporttauchen mit dem Alvin. Ja, also dass wir uns da lieber noch mal ein bisschen drauf konzentrieren, dass wir ein weiteres Haus noch dazu nehmen irgendwann für die Bevölkerung. Und ich möchte tatsächlich dafür lieber einen zweiten Pferch bauen, dass wir später die Ziegen und die Schafe voneinander getrennt halten. Das möchte ich auf jeden Fall machen. Ne? Oben der Umbau ist klar, der Hühnerbauer bleibt dann natürlich bei einem Hühnerstall, weil sonst fehlt uns wieder ein Gebäude. So würde ich das gerne machen, dann haben wir praktisch später alles einmal aufgebaut in der höchsten Ausführung und dann passt. Ich würde sagen, ich penne jetzt. Ich muss mal ganz kurz gucken, meine Family, die hockt noch da unten rum. Meine Tochter geht gerade heim. Du bist schon eine Mädle jetzt dann, aber du bleibst dann auch eins, ne? Ich gucke jetzt nicht jedes Mal. Mal kurz noch mit dem Inga einen Zwinkerer schicken, dass sie weiß. Inga, Inga, ich habe Arbeit für dich, hier ist ein Moment Zeit. Schönes Wetter haben wir heute, es regnet. -2. Sie wünscht sich bessere Gewänder. Kannst du dich ein bisschen bewegen? Ich hätte schlafen gehen. Herzenswunsch. Ich muss meine Talente über den Wunden heilen. Lass mich über etwas anderes sehen. Also wir können jetzt im Moment kein Kind machen, ne? Also, falls ihr noch einen Sohn wollt. Oder ein Geschwisterl halt. Für den niemals. Oder für die niemals. So, meine Lieben. Ich gehe kurz pennen. Und dann hole ich euch ab auf dem Weg. Entschuldigung. Das ist die hier, die arbeitet, ne? Die kam nämlich von drüben. Die ist nur super weit weg. Oh, hier habe ich, glaube ich, noch Bretter zwischengelagert. Ne, doch nicht. Meine Lieben, kurz pennen, dann gehen wir Schafe kaufen. Da freuen wir uns heute noch über die Schafe. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen. Mein Zombie-Kind geht natürlich wieder rüber zum Frühshoppen. Ich halt's nicht mehr aus. Mein Vater wollte einen Sohn. Okay, Leute, ich wasche mich mal noch kurz. Wo haben wir denn den Dings hingestellt? Haben wir den überhaupt wieder aufgebaut? Ich glaube nicht, gell? Au, oh, das ist blöd mit dem Waschen. Wir gucken mal, ob das mit dem Fluss noch funktioniert. Ich muss eh einen Schluck trinken. Ich gehe meinen Weg. Ich bin schon bald 3.
Junge, Junge, machst was mit. So, die Schafe, und dann fangen wir heute schon an, den Umbau zu machen. So, wie ist denn das jetzt, wenn ich hier im Flug... Tatsächlich bist du sauber, ne? Das Zeichen ist weg. Schöne Geschichte, aber hey, Alter, was für Wetter, oder? Checken wir noch kurz die Felder oben, dass wir da nicht durcheinander kommen. Und was ich eigentlich hier machen würde, weil ich echt nicht weiß, ob ich die Hühner verliere, wenn ich es abreiße, das Ding. Dass ich hier vielleicht einfach den Hühnerstall nochmal aufbaue, vorübergehend, bis wir oben den großen Umbau haben. Kann aber auch sein, dass ich den Hühnerstall hier lasse. Und oh, das können wir auch machen. Großes Haus, also das Zweierhaus, links und rechts im Pferd, links Schafe, rechts Ziegen. Das können wir auch machen und dann würde ich hier den Hühnerstall ranbringen. Das einzige Problem ist, dass wir das hätten gleich machen sollen. Ne? Jetzt überlege ich gerade. Wenn ich den Pferd jetzt wieder abbaue, wäre es echt übel. Aber die Idee hatte ich halt vorher nicht. Ne? Und den wollten wir ja parallel zu den Feldern stellen hier. Ne? Dass der einfach ein bisschen gerader zu den Feldern ist, dass das Gesamtbild später sich ergibt. Weil dann können wir auch mal versuchen, so einen kleinen Vorplatz anzulegen, indem wir einfach nur einen Acker anzeichnen. Ne? Und es lernte fliegen. Sie waren aber nicht sehr gut im Fliegen. Ich komme mal vor wie bei den Moorhühnern. Hier, was ist los mit euch? Ha! Das heißt, wenn ich das jetzt mache, müsste man dann mit den Schafen... Genug gegrübelt. Wir gehen jetzt Schafe kaufen, so wie ich es vorgehabt habe. Die kommen jetzt unten rein in den Pferch und morgen machen wir dann die fette Umbaumaßnahme. Auf unserem Plan, was die Zukunft von Sedilia angeht, steht jetzt im Moment einmal... Außenstelle abbauen, ja, Lebensmittellager über dem Fluss insgesamt weg, auch mit dem Gebäude, wo jemand drin wohnt. Die zwei, die drin wohnen, die holen wir dann rüber, sobald wir ein freies Haus haben. Und ich glaube, wir haben im Moment kein freies Haus. Ne? Ich gehe mal ganz kurz reingucken, vielleicht kann ich das aber sonst gleich machen. Doch, wir haben ein freies Haus und das ist aber das, was wegkommt. Da kommt ja das Zweierhaus hin. Dann haben wir zwei Gebäude gespart, wenn wir die über dem Fluss wegmachen. Dann haben wir zwei Gebäude weg, wenn ich den Hühnerstall und das Haus abreiß. Und dann bauen wir das da neu auf mit zwei Pferch. Das wird dann mehr oder weniger auch nochmal ein Bauernhof für sich. Und damit ich die Hühner nicht verliere, kommen die hinter unser Haus, wo jetzt momentan Inga drin wohnt. Und dann kommt da später der Pferch wieder weg und dann schauen wir mal, wie das aussieht. Auch schön ein Wiesent hier auf weiter Flur. Ja, jetzt haben wir natürlich so einen verregneten Herbst. Ich meine, schön ist es trotzdem. Da hinten steht's. So, meine Lieben, wir sind auch gleich da. Das erste Dorf müsste sein. Dann kaufen wir die zwei Schäfchen. Ich überlege gerade, ob ich die... Weißt du was? Wir machen jetzt Folgendes. Ich kaufe die zwei Schafe. Dann treffen wir uns an der Außenstelle gleich nochmal wieder. Und dann reißen wir heute dieses Lebensmittellager ab, das ich da unten gebaut habe. Dann haben wir tatsächlich die tatsächliche Zahl der Kapazität, die wir verwalten müssen. Da müssen wir einfach mal gucken. Dann passe ich die Felder entsprechend an. Ein Teil der Kornernte kommt sowieso immer in den Verkauf. Überleg mal, was wir dieses Jahr schon alles geholt haben. Zwei Kühe, gleich zwei Schafe. Wir haben die Steuern gezahlt. Ich habe um die 12.000 Gold schon mal raus heute. Also dieses Jahr, ne? Und ich habe festgestellt, dass ich eine Tochter habe. Guck mal, hier stehen überall die Wegen. Hier steht auch einer. Bin ich mal gespannt. Und das mit dem Hühnerstall müssen wir machen. So, ich hoffe doch, dass ich da jetzt richtig liege, dass ihr hier... War da... Ich glaube, da hinten war das, gell? Da gab es noch ein zusätzliches Gebäude. Ja, hier rennt da rum der Hammel. Hallo, mein Widder. 3,5 kostet der Widder. Ich hoffe, die haben Junge. Was kostet ein Schaf? Würden 6.000. Da hinten, ja, ich habe kleine gesehen. Hier, guck mal. Lamm. Ein Lamm in den Pferch. 2,5. Ich bräuchte aber noch ein Lamm. Da hinten ist noch eins. Yeah, baby, yeah, baby. Schön. Ein Lämmchen für meinen Stall. So. Jetzt haben wir aber wahrscheinlich am Pferch. Haben wir da jemanden eingeteilt? Hier oder haben wir jemanden eingeteilt? Der Geralt kümmert sich mit dem 4er-Skill. Ha, sogar noch einen guten. Alles klar. Läuft. Also machen wir das so. Reißen wir das Lebensmittellager ab. Dann wissen wir nämlich Bescheid. Ja. Ey, schön, guck mal, das hat sich jetzt auch gependelt. Als ich in die Folge rein bin, waren es, glaube ich, so um die zwischen 50 und 70. Und ich hab's gar nicht so hoch eingestellt. Es müsste so sein, dass wir sehr, sehr viel Rundholz produzieren. Warte mal, ich kann ja mal reingucken kurz. Ich will ja da mal ein bisschen rumprobieren auch, ne, wie die ganzen Sachen so funktionieren. Der Holzschuppen 1 ist unverändert bei dieser Produktion. Ja, der holt 60% Rundholz. Im Idealfall verwaltet er einmal Brennholz und einmal Bretter.
Sie holen aber mehr Rundhölzer ran, als sie in der Stunde hier verarbeiten. Das gleiche Spiel hier. Da habe ich so gemacht, 70% Rundhölzer und Bretterverarbeitung. Das heißt, wenn wir jetzt heimkommen, müssten wir einen Überschuss an Rundhölzern haben und die brauche ich ja zum Anzeichnen und Bauen. So machen wir das. Ich mache einen kleinen Schnitt. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das drüben kommt mit den Lämmern. Freue mich sehr. Bis gleich. Ich schätze mal, bis wir jetzt alles so weit aufgebaut haben, was ich jetzt geplant habe, also den Umbau am Hühnerstall, das hier abreißen, dann das Haus entsprechend noch aufbauen zum Hühnerstall und zum Pferchen und so. Ich nehme an, bis dahin haben wir dann auch die Mine frei und dann können wir uns die Höhle suchen, ne? So, da wir das ja jetzt festgestellt haben, dass das gepatcht wurde, kann ich das jetzt einfach wegballern. Auch, ich muss es ja probieren mit der Außenstelle, aber wie gesagt, wenn man die Verkaufsproduktion so plant, dass man eben nur einmal rennt mit der richtigen Ware oder zweimal höchstens im Jahr, dann passt das auch wieder, ne? Weil irgendwann hast du ja auch alles gekauft, was du kaufen willst. So, Lebensmittellager ist weg. Die Hütte hier, die kommt dann weg, sobald ich drüben was aufgebaut habe, dass die drüben wohnen können, ne? Jetzt müsste das Management momentan so sein, dass wir... Hey, guck mal, jetzt ist es bei 200 Holz. Und ihr habt ja gesehen, ich habe nicht viel Brennholz eingestellt. Der Vorrat ist auf jeden Fall da für den Winter. So, dann gehen wir rüber. Trinken wir noch einen Schluck aus dem Bach. Wer weiß, ob es daheim was zum Trinken gibt. Und dann würde ich sagen, gucken wir jetzt kurz nach den Schafen. Und dann gehen wir das kurz an mit dem Hühnerstall. Und dann können wir morgen eine komplette, für die Pferche eine komplette Runde einlegen, wo wir das große Haus bauen. Links, rechts den Pferch. Ein bisschen gucken, wie wir es verteilen. Und dann können wir da auch mal langsam anfangen, ein bisschen einzuzäunen. Nee, ist nur ein Stein. Ja, schöne Sedilia. Die Frage ist nur mit dem Hühnerstall. Weil eigentlich... hätte ich den schon gerne hier raus zu uns gebaut. Der muss aber nicht unbedingt sein. Ne? Schauen wir mal eben. Vielleicht findet man noch einen besseren Platz. Dim, di, lim, di, lim. Da müssten jetzt unsere Lämmer eigentlich drin sein. Ne? Jo, da läuft's. Hammer weg. Fackel raus. Hallöle. Das ist so schön, dass man hier Tiere haben kann. Da ist das andere drin, guck. Du könntest natürlich auch beide zusammen machen, aber ich will schon, dass jedes ein Pferd kriegt. Weil irgendwann kommt dann der Tag, da haben wir alles stehen, dann gehe ich Tiere kaufen, wie ein Wahnsinniger. Also, außerdem muss ich ehrlich sagen, der Pferd hätte eher andersrum gehört, finde ich. Bin mal gespannt, wie wir das aufstellen. Das heißt, hier käme dann ein Hühnerstall hin. Ne? Lass mich mal ganz kurz was gucken. Lass mich mal kurz was gucken, vielleicht können wir den noch anzeichnen heute. Dann wäre das nämlich erledigt. Der Hühnerstall, 6 Rundhölzer. Jetzt gehen wir mal ganz kurz oben reinschauen ins Ressourcenlager, was an Waren jetzt tatsächlich reinkam. Das interessiert mich tierisch. Und das Lebensmittellager muss ich noch kurz checken. So. Schauen wir mal eine. Brennholz sind jetzt nur noch 4 drin. Ach, deswegen war das so mit dem Holz, ne? Weil die hier einen Haufen Rundhölzer einlagern. Ziehst du hier mal rein. Nehmen wir mal kurz die 6 Stück raus. Ja, das machen wir hier. Großer Umbau. Schön zu den Feldern und dann baue ich da auch so einen kleinen Hof. Das wird schon gehen, ich bin gespannt. Jetzt pass auf, dann müssen wir den Hühnerstall hier dran ballern. Vielleicht lasse ich den dann später sogar da. Weißt du? Ja. Hier kommt er jetzt erstmal hin. Und dann gucken wir uns das alles in aller Ruhe mal an, wie sich das... Kann auch sein, dass ich ihn dann seitlich hinmache. Dann habe ich jetzt halt nochmal Holz verschossen. Ne? Wir brauchen auf jeden Fall ein Rundholz, 8 Sticks. Ich gehe mal davon aus, dass das 4 Rundhölzer. 4 Rundhölzer. Das sind 6. Alles klar. Und Sticks. Kann sein, dass ich den dahin baue, wo der Pferch ist. Aber ich will die Hühner. Ich weiß halt nicht, wenn ich es jetzt wegbaue, was passiert mit den Hühnern, ne? Vielleicht weiß es jemand von euch. Gehen die dann flöten oder muss ich die neu kaufen? Ich nehme es fast an, ne? So, pass auf. Wir nehmen schon mal 12 Stück. Und kein einziger Stick hier drin. Naja, weil ich keine Stickproduktion mehr eingeteilt habe. Und da ich selbst nicht mehr viel mache, ne, haben wir natürlich auch keine Sticks. Hier sind 9 Stück. Lass uns mal kurz durchgucken. Baldwina, der Junge. Baldwina. Oh, das sollten wir auch gleich checken, weil ich es gerade gehört habe. Die Fackel ist kaputt gegangen. Ne? Hier sind auch keine Sticks mehr. Gucken wir mal, ob unser Schmied fleißig war. Der Schmiedchen. Letztens hat er die Fackel hier reingeballert, ne? Jetzt im Moment sieht es aus, als ob er keine Fackel mehr macht, der Gute. Ha. Hier sehe ich auch keine. Oder? Nö.
Ist immer bedingt ein bisschen seltsam, ne? Normal war immer eine Fackel drin. Jetzt gehen wir halt aufbauen. Ich sammle kurz Sticks und dann machen wir das von Hand. Fertig aus, Amen. Ein Rundholz. 6 Sticks. Lass mich mal das Dach kurz checken. Dann baue ich noch 6 Stroh. Die hole ich natürlich auch gleich. So, hier fehlen jetzt nur noch Sticks. Rundhölzer haben wir dann soweit dran. Ja, das will ich jetzt um. Ich möchte die Hühner nicht nochmal kaufen müssen. Und ich habe so das Gefühl, es wäre halt schon auch schöner, wenn das hier nicht ganz so weit oben hängt, ne? So, was brauchen wir jetzt noch? Stroh und Sticks. Sollte genug gesammelt haben. Lass uns mal kurz bei den Kühen auch noch vorbeigehen. Die haben wir ja noch gar nicht gesehen, seit sie jetzt groß sind, ne? Lumnili, das müsste ich natürlich auch noch irgendwann aufwerten hier. Haja, guck mal. Hast du jetzt dein Euter versteckt von mir, gell? Oh, wir haben auch übrigens einen Wasserbüffel. So sind die Wasserbüffel entstanden. Die verstecken nur ihre Euter. Ja, was ist schon recht? Ist schon recht. Ein Eimer benötigt, dann kann ich es selber. Oh, das muss ich denn die Tage gucken, dass wir einen Eimer uns ranholen. Schön. Echt schön. Niemals. Ich glaube, der niemals wird. Ich glaube, der niemals wird irgendwann Kneiper werden. Die niemals. Entschuldigung, die niemals. Ist Inga jetzt eigentlich noch auf dem Dach oder ist die mittlerweile angekommen im Hühnerstall? Die ist hinten beim Arbeiten. Alles klar. So, meine Lieben, hauen wir Sticks rein, dass die Kiste fertig wird. Dann werden wir das Ganze umdesignen und dann können wir morgen schöne Abrissrunde machen. Ja. Was ist denn morgen schon wieder Winter, gell? Aber ist okay. Ist okay. Im Winter ist auch nicht viel auf den Feldern zu tun. Ah. Ah doch, ich habe Stroh genug geholt. Wenn nicht, im Lager oben ist auch nochmal drin. Lum, lum, li, lum, 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 lum. Ein ereignisreiches Jahr. Das verflixte 7. Jahr war unser verflixtes 6. Jahr. So, das müsste jetzt gewesen sein hier, ne? Kommt sie durch, Rasi. Hühnerstall abgeschlossen. Also, dann pass auf. Inga ist ja momentan noch im Hühnerstall beschäftigt. Das heißt, dann wohnt's, dann ist er auch näher am Zuhause. Haben wir schon wieder eine Mutter drin? Nee, ne? Nee, nee. Bald Wiener, der Junge. Also, pass auf. Hühnerstall. Kein Arbeiter. Ich weise einen Arbeiter zu und nenne ihn Inga. So, Tierzüchterin. Ist erledigt. Hühnerstall, Tier zu weisen. Huhn. Hühnerstall, Tier zu weisen. Huhn. Huhn. Ach, guck mal an. Das sind ja die Slots. Oh, da kriegst du aber einige Hühner rein, oder? Oh Leute, da werde ich aber doch garantiert ganz, ganz viele Hühner noch holen. So, Inga kommt auch runter. Jetzt haben wir praktisch hier eine komplette Ruine. Eine komplette Ruine. Keine Hühnchen im Hühnerstall. Und ich check das nochmal kurz gegen. Keine Menschen hier im Haus, ne? Ja. Das heißt, das kann ich jetzt alles abreißen. Kann mir dann hier das Zweierhaus hinsetzen. Plus 2 Pferche. Das heißt, ich will da 3 Gebäude hinbauen morgen mit euch. Und wir haben 29. Richtig, weißt du warum? Weil ich muss ja noch das Haus unten abreißen. Ha! Wenn ich jetzt die 2 aber wegmache, nee, dann passt es ja. Dann haben wir 3 zum Bauen und drüben kommt noch 1 weg, dann bleibt uns die Mine wieder offen. Alles gut. So, meine Lieben, dann würde ich sagen, ich switch rüber. Wir sehen uns dann wahrscheinlich in der Winterrunde. Ich werde mal gucken, dass ich das ein oder andere schon mal vorbereite. Wir schauen mal kurz durch, was wir alles haben. Wir brauchen nämlich dann morgen Rundholz. Bretter haben wir schon mal sehr viele hier, das ist gut. 87 Rundhölzer haben wir hier, ist auch gut. Die erste Wolle ist schon da. Wahnsinn. Das kickt dann automatisch an, ne? Und wir werden Stein brauchen, alles klar. Kriegen wir hin. Morgen machen wir die Ecke schön. Freue mich sehr drauf. So, meine Lieben. Passt auf euch auf. Wir sehen uns morgen hier wieder, wenn ihr möchtet. Bis dann.